Hallo, in diesem Video geht es um Kapazitäten. Ich habe ja mal so eine grundsätzliche Schaltung schon mal gezeigt. Das hier ist natürlich das bekannte Schaltbild einer Kapazität, also das hier. Diesen Widerstand hier, den brauchen wir zur Strombegrenzung, damit nicht irgendwann mal wir einen unendlichen Strom haben würden. Eigentlich spielt er für die weiteren Rechnungen keine Rolle, aber um hier sauber zu sein, habe ich ihn eingefügt. Und wir haben auf der Kapazität hier typischerweise eine Ladung Q drauf. Diese Ladung Q, die steht in einem Verhältnis zur Spannung C, und zwar ist sie über eine Konstante verbunden. Und diese Konstante C hier nennt sich natürlich die Kapazität, ist die Eigenschaft des Bauteils Kapazität auch. Und C ist natürlich, wie viel Q kriegt man pro U da drauf. Und damit ist die Einheit von C durch die Einheit von Q durch die Einheit der Spannung ist gleich Ampersekunde pro Volt oder gleich F für Fahrrad. Okay. Schauen wir uns weiterhin Schaltungen mit Kapazitäten an. Hier zum Beispiel als einfachstes vielleicht die Serienschaltung. Von zwei Kapazitäten, aber das kann man natürlich leicht ergänzen auf mehrere. Da ist schon eine. Was wir damit machen wollen, ist sie zunächst einmal weiter analysieren und dann eben auch eine Ersatzschaltung daraus bilden, die mit einer Ersatzkapazität, in diesem Fall hier C ist die Ersatzkapazität, eigentlich fast das gleiche leistet wie die linke Schaltung. Die linke Schaltung hat zusätzlich hier noch die Eigenschaft, dass wir hier eine mit U1, U2 bzw. eben auch UQ einen kapazitiven Spannungszähler vorliegen haben. Und wir damit auch Spannungen aufteilen könnten. So, die Betrachtung, die wir jetzt anstellen, erfolgt nach langer Zeit. Alle Ladeprozesse sind abgeschlossen. Das heißt also, hier wird auch die Spannung, der Strom I, gegen 0 gehen oder 0 sein. Damit ist UR gleich 0 und wir können die Masche sofort aufbauen. Die ist nämlich U1 plus U2 gleich UQ. Dasselbe gilt auf der rechten Seite, da ist dann aber UQ gleich U. Okay, gleichzeitig wissen wir, wie groß diese Us hier sind, nämlich U1 ist gleich Q1 durch C1 und U2 ist gleich Q2 durch C2 und natürlich ist U gleich Q durch C. Zudem wissen wir durch alle C ist ein Strom gleicher Stärke geflossen. Wir können den angeben, das wäre I. Jedenfalls führt er dazu, dass Q1 gleich Q2 gleich Q sein muss. So, und damit greifen wir uns die Maschengleichung raus. Das ist nach wie vor diese hier. Und schreiben einfach mal hin, dass Q durch C gleich Q1 durch C1 plus Q2 durch C2 sein muss. Und da alle Qs gleich sind, folgt daraus natürlich sofort 1 durch C ist gleich 1 durch C1 plus 1 durch C2. Das ist die klassische Formel für die Ersatzkapazität. Die kann man weiter ausdehnen, wenn man möchte. Aber wir schreiben sie einfach mal um. Eigentlich sieht sie genauso aus wie die bei der Parallelschaltung von Widerständen. Wir kommen nämlich darauf, dass C gleich C1, C2 durch C1 plus C2 ist.
Okay, für 2, für 2c. So, dann können wir natürlich hier am Spannungsteiler auch weitermachen und können uns eigentlich alle drei Gleichungen hier greifen. So, ich mache trotzdem schwarz weiter und finden die Verhältnisse raus. U1 durch U2 ist gleich, ich schreibe es mal ausführlich hin, Q1 durch C1. Großer Bruchstrich Q2 durch C2. Da die Qs wieder gleich sind, können wir bleiben die Cs stehen, also C2 durch C1. Genauso ist U1 durch U gleich C durch C1 oder auch ersetzt C2 durch C1 plus C2, wenn ich mir noch diese Formel hier greife. So, damit liegt hier die Formel für den kapazitiven Spannungsteiler vor. Da steht es nochmal, ich schreibe es nicht nochmal hin. Den kann man auch tatsächlich nutzen, um Spannungen kapazitiv aufzuteilen. Das funktioniert hier, denn im eingesprungenen Zustand, also nach T auf unendlich gehend, ergeben sich genau diese Werte. So, und sind auch stabil. Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir unter B die Parallelschaltung verwenden. So, auch das. Haben wir natürlich vorbereitet. Hier, auch hier haben wir wiederum die Ersatzkapazität. Hier, da an der Stelle, Ersatz C. Hier liegen etwas andere Verhältnisse vor. Auch hier können wir natürlich davon ausgehen, dass nach langer Zeit, naja, man muss das gar nicht unbedingt nach langer Zeit betrachten. Man weiß jedenfalls, dass hier die Verhältnisse so vorliegen müssen, dass so in dem Ersatzstabbild und in diesem die Spannungen gleich sein sollen. Also U1 soll gleich U sein. Die Qs allerdings, die können unterschiedlich sein, denn hier hatten wir ja verschiedene Stromstärken, also I2 und I1. Und wir kommen über gleiche Spannungen darauf, dass natürlich Q1 durch C1 gleich Q2 durch C2 geltend sein soll. Gleich natürlich auch Q durch C. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier natürlich einen Stromfließen hatten, der I1 und I2 beinhaltet. Also hier sein soll I1 plus I2, sodass wir dann hier bekommen, dass Q gleich Q1 plus Q2 sein muss. Also letztlich Q1 durch C1 gleich Q2 durch C2 gleich Q1 plus Q2 durch C sein soll. Nun, das können wir natürlich nur dann hinbekommen tatsächlich, wenn hier auch gilt Q1 plus Q2 durch C1 plus C2. Also sofort daraus folgt, C ist gleich C1 plus C2, was ja die bekannte Ersatzkapazitätsformel für die bekannte Ersatzkapazitätsformel darstellt für die Parallelschaltung. So, was können wir uns noch anschauen?
Wir wissen, dass diese beiden Gleichungen hier alle gleich sein müssen. Also können wir uns daraus bestimmen, ein Verhältnis Q1 durch Q2, was nichts weiter ist als C1 durch C2. Oder natürlich Q1 durch Q, was die Gesamtladung wäre auf der Ersatzstellung oder auf beiden Cs zusammen. Also C1 durch C1 plus C2. Und wenn man so will, liegt hier ein Ladungsteiler vor. Als echten Stromteiler, was das ja letztlich auch wäre hier, da an dieser Stelle könnte man sich natürlich überlegen, ist das ein sinnvoller Stromteiler? Nun, natürlich wird der Strom hier aufgeteilt und der Strom würde sich auch genauso aufteilen hier, zumindest am Anfang. Und wenn man es mit idealen Verhältnissen zu tun hat, im Verhältnis genau der Kapazitäten. Aber das würde bedeuten, praktisch würde es so nicht wirklich verwendet werden können. Praktisch schwierig, weil nämlich es noch Innenwiderstände von den Cs gibt. Startfall bzw. während der Ladung. Nur dann macht es ja Sinn, wenn die Ströme sowieso null sind, der Aufladung. Auch parasitäre Widerstände eine Rolle spielen. Ich betone, das ist hier der praktische Fall. In der Theorie, wenn wir nämlich wirklich von dieser Schaltung hier ausgehen, die ideal wirklich so ist, dann könnte man auch von diesem Stromteiler hier ausgehen. So, ich wünsche viel Spaß bei der Anwendung des neu erworbenen Wissens.